Der Telefunken Concertino 53 war ja 53 die Sonderausgabe, damals 50-jähriger Jubiläum von Telefunken. Jubiläumsjahr 53. Ja, das Gerät läuft, ich habe angeschlossen, läuft alles. Und das ist die Originalverstaubung hier. Ist schon cool, muss ich mal sagen. Originalstaub. Echte Geschichte. Ja gut, sogenannte magische Auge hier oben ist hin. Kaum sichtbar. Die Skalenlampen sind vermutlich auch die originalen Trenner. Das kann man noch ersetzen. Und der ist von der Lautstärke relativ leise. Ja, also so wie die Röhren aussehen, sind auch sogar vielleicht Telefunken an der UKW Telefunken. Und das wird auch von Telefunken sein, die Originale sein. Also das Gerät ist schon mal in den originale Zustand. Finde ich schon cool. Original Telefunken. Na, und man kann ja sehen, ein Hochton von früher, 50er Jahre Technik. Ja, aber bei ihm läuft's. Da läuft's einfach. Na, heute haben wir Baujahr. Ja, ob die Technik so lange hält oder nicht. Aber okay. 2021. Wer weiß, wer sich dieses Video noch anschaut. Irgendwann mal Technik von früher. Ne? Also für mich erstaunlich, dass er funktioniert und wie gesagt im Originalzustand. Das ist ja, falls jemand noch lebt von früher, der an dem Gerät gearbeitet hat, dann ein Lob von uns allen für diese wunderschöne Technik. Ne? Ansonsten klar, Holz leidet nun mal im Laufe der Zeit. Wer hat schon noch so ein Möbelstück aus der damaligen Zeit, wenn nicht anders aussieht? Ja, das Gerät zu revidieren komplett, was bedeutet das? Klaviatur zerlegen, reinigen. Sollte man schon mal gemacht haben, Radiotechnik mit Röhren gelernt haben, ansonsten wird es schwierig. Wenn man Problemchen mit dem Gerät hat, dann hat man hier hinten den Schaltplan. Und da sieht man, hier ist ein Abwertmischer komplett. Das Gerät mit alles, was dazu gehört. Ja. Ich lasse das mal so stehen. Vielleicht sucht jemand nach einem Schaltplan, ein paar Sekunden. Da kann man sich quasi mit Standbild an den Informationen bedienen. Ne? Baujahr 53. Super, danke schön, Telefunken. Hier läuft noch, mach nur kurz, damit man keine Musik abspielt und ja, vielleicht ist das nicht erlaubt. Ja, aber finde ich cool, dass er. Das ist schon extra. Ja, das ist nun mal so. Da sind die, der reibt sich hier auf dem Holz, der hat so eine Filz drin. Ja, hier dazwischen, der Filz ist abgenutzt und dann war es total cool. Ja, aber überall. Viel mehr gesprochen als Musik abgespielt. Ja, heutzutage haben alle viel Redenbedarf und der Radio soll auch dazu gehören. Und deswegen lasse ich das lieber, bevor sich jemand beschwert. Na, super Teil.